Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DayZ Status Report und zwar vom 23. Oktober 2018. Mein Name ist Luzi und wir werden heute die einzelnen Stichpunkte mal zusammen angucken. Der neue Status Report befasst sich mit den Fortschritten des Entwicklerteams in den letzten Wochen und den Plänen für kommende Zeit. Diesmal geht es vor allem um das Thema Beta, welche Inhalte weiterhin geplant sind, welche Inhalte verschoben wurden und wie der aktuelle Zeitplan aussieht. Darum schon mal eine gute News für euch. Beta, also die 1.0, wird also noch in 2018 released. Zusammengefasst kann man sagen, dass sowohl die Veröffentlichung der Beta als auch von Version 1.0 trotz der Verzögerungen noch im Jahr 2018 stattfinden soll. Und auch die Veröffentlichung der Modding Tools wird in der Zeit zwischen Beta und 1.0 stattfinden. Kommen wir dann auch dementsprechend zu dem Punkt, was die meisten interessieren dürften, und zwar neue Beta-Features, also was wird alles in der Beta sein, was nicht und so weiter. Im Vordergrund steht natürlich das Base-Building, Crafting, benötigte Items, präzises Platzieren von Elementen, Elektrizitätssystem, schweres Wort, verschließbare Basen und auch natürlich die Neuimplementierung der Fahrzeuge, verbesserte Steuerung, Physics und Netzwerksynchronisation, verbessertes Schadenssystem, Verbesserung in der Fahrzeuginteraktion und Wartung. Natürlich auch Modding-Unterstützung, also Implementierung des Steam-Workshops, Spiel-Launcher, Modding-Tools, Serverfiles für Community-Servers. Ja, das sind schon mal einige Punkte und außerdem gibt es natürlich auch neue Spielercharaktere, Features, Visualisierung von Blutungsquellen, Charakter, Lebensspanne, also wachsende Bärte, Erlernen von Soft Skills und so weiter, Charaktereinschränkungen und Trefferreaktionen. Das waren jetzt alles Punkte, die es aktuell in der Stable-Version noch nicht gibt. Kommen wir zu Features und Verbesserungen, die es aktuell in der 0.6.2 nicht gibt. Und zwar sind das große Verbesserungen beim Sounddesign, verstecktes Loot, kein Verlust der Zweitwaffen beim Wechsel, Verbesserung der Ingame-Map-Implementierung, dynamischer Loot-Spawn, also Früchte, Steine, Pilze und andere Items, spezifische Animationen zum Tragen und Benutzen der meisten Items, Nahkampfangriffe mit Waffen, Serverbrowser-Verbesserungen, Verbesserungen der zentralen Loot-Ökonomie. So viel mal dazu. Kommen wir also zu Sachen, die uns erst nach der 1.0 erwarten, also nach der Beta erst. Das sind zum einen die sogenannten sehr gehypten Helikopter. Die Entwickler sind der Ansicht, Basebuilding bietet einmal genug Endgame-Inhalte für die Spieler. Heißt, die Helikopter können also noch ein bisschen auf sich warten lassen. So, Überklettern von Hindernissen. Hierzu werden zusätzliche Programmierungen und Animationen benötigt. Werfen von Items. Für eine gute Umsetzung ist viel Arbeit in Punkten Physics und Netzwerksynchronisation nötig. Zum einen auch wieder Bögen. Die Einführung der Waffe bedeutet auch die Einführung eines neuen Waffentyps, was aktuell zu viele Ressourcen kosten würde. Charakter und infizierten Ragdoll-Effekte. Es gibt derzeit noch viele Probleme mit der Netzwerksynchronisation, als dass man Ragdoll-Effekte guten Gewissens einfügen könnte. Türen, die beidseitig öffnen und geschlossen werden können. Fischen und Fischfallen, verwesene Körper, Tragen von Charakteren, kontaminierte Areale, Itemfärbungen. Ja, kontaminierte Areale, auf das freue ich mich ja schon seit einigen Jahren. Ich hoffe wirklich, dass das auch eingefügt wird. Darauf bin ich schon mal sehr gespannt. Neben all denen wird es dann auch nur zwei Fahrzeugtypen geben und leider auch weniger Waffen. Das wird jetzt den einen oder anderen PvP-Fan ein bisschen wehtun, aber ja, was willst du machen, ne? Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten, ne, wie schon gesagt, sahen sich die Entwickler dazu gezwungen, die Fahrzeuge erstmal nur auf zwei Modelle, den V3S-Truck und den Lada 4x4 zu begrenzen. Außerdem werden folgende Waffen wohl nicht bis in der Beta implementiert werden. Ja, die Magnum, die Red 9, die IZH 43 Schrotflinte, SKS, CR527, Winchester 70 und jegliche andere Waffen, die es zwar in Version 0.6.2, aber nicht auf den 0.6.3 Stresstest-Servern gibt. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, das gilt vor allem an die PvP-Fans. Ja, das ist ein bisschen, das macht weh, ne? So viel dazu, kommen wir zum nächsten Punkt.
Kommen wir nochmal zurück zum Basebuilding. Was vielleicht alle brennend interessieren dürfte, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ja? So, das aktuelle Basebuilding besteht im Grunde erstmal aus der Konstruktion von zwei Elementen, Zäunen und Aussichtstürmen. Mithilfe eines Konstruktionskits legt man die Position und das Layout des Objektes fest. Dann fügt man nach und nach die Baumaterialien wie Baumstämme, Planken, Nägel und Metallplatten hinzu und führt dann mit einem passenden Werkzeug eine Spieleraktion durch, um das Bauteil fertigzustellen. Diese Bauteile können dann weiter angepasst werden. Ein Wachturm kann beispielsweise mehrere Etagen haben und der Zaun hat eine optionale Plattform. Dann können beide auch noch in Richtung Tarnung und passiver Verteidigung ausgebaut werden. Ein Zaun kann auch zu einem Gatter umgewandelt werden, durch das ein Truck hindurchpasst. Diese Tore können dann mit einem Zahlenkombinationsschloss, da habe ich übrigens ein Bild für euch, verschlossen werden. Allerdings ist es auch hier möglich, den Code zu erraten oder das Schloss mit einem geeigneten Werkzeug einfach zu zerstören. Diese Aktionen werden die Werkzeuge allerdings beanspruchen und auch einiges an Zeit brauchen. So die Entwickler. So, ich füge euch jetzt schnell ein Bild noch ein für euch. So sieht das Ganze aus. Sieht ziemlich cool aus, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt mir gerne eure Meinung natürlich auch mal in die Kommentare schreiben. Kommen wir zum nächsten Punkt auf dieser Liste und zwar geht es um die Überarbeitung der Ingame-Map. Die Karte in Daisy stellt schon seit den ersten Tagen ein nützliches Werkzeug dar, um sich in der Welt von Chernarus zurechtzufinden oder überhaupt festzustellen, wo man sich befindet. Mit der Beta wird die Karte eine Überarbeitung erhalten, die ihren Nutzen und Anwendungsgebiete verbessern soll. Man wird ab dann ein Karten-Item finden, welches man in die Hand nehmen muss. Mit einer Charakteraktion wird die Karte dann auseinandergefallen, was nebenbei bemerkt auch andere Spieler sehen können. Und man kann sie natürlich studieren. Dazu habe ich euch auch wieder ein Bild am Start. Es wird sich um eine Karte im Tourismusstil handeln. Das heißt, wichtige Punkte wie Städtenamen, Pubs, Läden, Krankenhäuser, Polizeistationen und Feuerwehrgebäude werden eingezeichnet sein, sowie die Touristenwanderpfade, Flüsse, Straßen und so weiter. Die Position militärischer Areale wird man aber nicht herausfinden können. Die Namen der Städte sind in kyrillischen Schriftzeichen gehalten, sodass man sie auf Touristeninfos, Schildern und so weiter wiederfinden kann. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt von heute, liebe Leute, und zwar sind das neue Sounds. Und zwar Sounds für Ausweichen im Liegen, Update für die Sounds der Tierfußschritte, dynamische Dämpfung der Umgebungs- und Motorensounds ausgehend davon, wie viele Türen eines Autos geöffnet sind und auch Sounds für Gewehrwechselanimationen. Ja, das war der letzte Punkt vom heutigen Stars-Report. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Würde mich dementsprechend über eine Bewertung freuen, über einen Kommentar von euch auch freuen und vielleicht auch über ein kostenloses Abo, Leute. Denn ja, Stars-Report von den Entwicklern in Englisch in der Videobeschreibung, genauso wie die deutsche Übersetzung auch in der Videobeschreibung nochmal zum Nachlesen für euch. Außerdem habe ich einen neuen Livestream eröffnet, einen neuen YouTube-Channel, den verlinke ich euch auch nochmal unten rein. Da werde ich halt, wie schon der Name sagt, einfach nur Livestreamen. Genauso wie Twitch, auch in der Beschreibung, Leute. Checkt mal ab, würde mich freuen. So, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Report, beim nächsten Video wieder und ich freue mich dann, euch wieder begrüßen zu dürfen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht's gut. Euer Luzi. Ciao, ciao. Mit V.